Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Base. Eventuell auch der letzten Folge Planet Base, denn es sieht ziemlich bitter aus. Ja, wir haben keine Nahrung. Wir haben Menschen, die umherirren. Wir haben zwei gefüllte Lager mit allem möglichen Zeug, aber es nützt uns halt nichts, ne? Es nützt uns im Moment nichts. Wir kriegen jetzt in etwa noch alles gedeichselt mit Spares, dass wir das noch wieder hinkriegen, aber ohne Nahrung, ne? Ohne Mampf kein Kampf, sagt man immer so schön. Wenn uns jetzt hier die Biologen wegsterben, dann war's das. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen gegensteuern, indem wir hier die Landing Permissions nochmal ändern und einfach alles auf 100% Biologen setzen. In der Hoffnung, dass wir tatsächlich ein paar Biologen geliefert bekommen. Und in der Situation, wo man da verhungern ist, muss man unbedingt Sport machen. Besonders Ausdauersport. Das ist einfach klug. Einfach klug. So, wie sieht's da aus? Nicht so gut. Es ist kein Kolonistenschiff, aber vielleicht hat das Nahrung. Es hat keine Nahrung. Das ist so bitter. Ich freue mich ja mittlerweile schon um jedes bisschen Nahrung, was hier abspringt. Guten Arbeiter ist tot, das passt. Liebe Biologen, guckt mal, ihr habt hier sieben Sachen, um die ihr euch kümmern müsst. Sieben Sachen. Kann so schwer nicht sein. Bitte lass es keinen Biologen sein. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, was es war. Ich hoffe, dass es ein Arbeiter war. Wir müssen die Statistik einfach jetzt immer... die Statistik immer im Blick behalten. Wir haben noch immer vier Biologen, das ist gut. Jetzt haben wir nur noch drei Biologen. Wir haben zu viele Arbeiter. Ja, jetzt haben wir gleich wieder einen Biologen weniger. Die wird es wohl nicht überleben. Nee, das war's, glaube ich. Wir müssen einfach nur hoffen, dass uns die ganzen Arbeiter wegsterben und nicht die Biologen und unsere geliebten Biologen dann auch mal was zu essen bekommen. Genau, macht Pause, guckt irgendwie was an. Ist eine super Idee. Los, nicht arbeiten, bitte. So, das können wir hier eigentlich gleich mal deaktivieren. Wie viele Kolonisten haben wir jetzt aktuell? Jetzt sind es nur noch 20. Jo, das haben wir echt gut geschafft. Von über 80 runter auf 20. Geiler Scheiß. Und wir müssen jetzt echt hoffen, dass das läuft, dass wir da jetzt hier neue Biologen bekommen. Wenn wir neue Biologen bekommen, kriegen wir das alles noch gedreht. Wenn nicht, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid. Da arbeitet halt auch keine olle Sau mehr. Das Einzige, was hier immer noch gut vorangeht, ne, sind Minen, weil das sind ja Bohrroboter.
Jetzt kommt schon irgendwo mal eine große Lieferung Nahrung. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir den Ingenieur verloren. Auch nicht so schlimm. Bitte lass es keinen Biologen sein. Drei Stück haben wir noch. Wäre cool, wenn irgendwie die Soldaten hier jetzt auch langsam mal sterben. Die sind auch völlig unnütz. Na gut, die schaffen das so nicht. Ich werde jetzt hier mal die Dinge abreißen. Ja doch, das gibt gleich was. Da warten wir noch einen kurzen Moment und lassen die hier nochmal Nahrung produzieren. Und wenn das durch ist, dann reißen wir das auch ab. Ich glaube, wir drehen das jetzt noch. Und da kommt auch was. Es ist ein Kolonistenschiff mit zwei Biologen. Gott sei es gedankt. Wir könnten es noch gedreht bekommen. What the fuck? Da hat's gerade jemand dabatscht. Und wir haben offensichtlich keine Ersatzteile mehr. Jetzt könnte die Basis echt vor die Hunde gehen. Wir könnten hier oben eigentlich gleich mal alles deaktivieren. Wir deaktivieren einfach hier mal alles. Ein Handelsschiff ist gelandet. Es hat Nahrung jetzt dabei. Jetzt kommen sie, ne? Und ja, wir sind verzweifelt. Und ja, wir werden das alles mit Cash bezahlen. Wir müssen es rumdrehen. Wir müssen es rumdrehen. So, damit sollte die Nahrungskrise jetzt eigentlich offiziell beendet sein. Wie sieht's hier aus? Da sterben halt die Leute weg. Wir haben keinen einzigen Ingenieur mehr, oder was? Arbeiter, Biologe, Ingenieur, doch einen haben wir noch. Und es ist uns noch ein Biologe gestorben, ja super. Und das war gerade eben unser letzter verbliebener Ingenieur. So eine Scheiße. Noch ein Arbeiter. Einen Biologen haben wir auch noch erwischt, okay. Nochmal ein Arbeiter. Oh Gott, wie viele sind wir denn jetzt nur noch? Wir sind jetzt noch genau 8 Kolonisten. Ja. Oh Gott, danke. So, das waren jetzt 3 Biologen. Jetzt können wir das Zeug wieder umschalten. Also wir kriegen es vielleicht noch gedreht. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, weil es nicht gut aussieht, aber... Ja. So, ich würde sagen 25% Arbeiter. ...15% Ingenieure, 5% Medics, 5-mal so. Ich denke, das sieht doch jetzt ganz vernünftig aus, so von der Verteilung erstmal. Ja. Sollte passen.
So, nachdem wir jetzt ja viele Biologen haben, hauen wir hier jetzt wieder ein paar Wheat Pads hin. Na, was ist denn jetzt passiert? Zack. So, ich denke, das reicht. Dann hauen wir hier auch nochmal so eine Reihe hin. Ja, doch. Ich denke, damit sollten wir jetzt wirklich hinterherkommen. Wie sieht es denn eigentlich hier oben aus? Haben wir den Biodome noch? Den haben wir sogar noch aktiv gelassen. Den machen wir jetzt auch noch aus. Der zieht nur Strom hier. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir ausmachen könnten? Nee, ne? So, neue Kolonisten. Ein Ingenieur, sehr gut, super wichtig. Und wo geht der jetzt hin? Okay, der repariert irgend so einen Drillroboter, glaube ich. Der hat es wohl nicht mehr rechtzeitig rausgeschafft aus der Mine. Wir bleiben mal drauf, wenn jetzt gleich hier so ein zweiter Bohrroboter auftaucht, dann hat er den tatsächlich repariert. Und als nächstes hoffe ich, dass er dann wirklich hierhin geht und da arbeitet. So, das könnte man eigentlich gleich mal ausschalten. Jetzt produzieren wir Spares, Mann. Das nächste Handelsschiff. Das hätte Spares dabei für 45%. Das ist okay. Wir kaufen gleich mal alle. Wir haben ja auch Zeug, was wir verticken können. Passt. Machen wir. Und dann können nämlich unsere ganzen Constructor-Bots wieder anfangen, die ganze Infrastruktur zu warten. Ich fürchte nämlich auch, dass das jetzt wirklich an der Zeit ist. So, wie sieht's denn aus? Wo ist unser Ingenieur? Gut. Sehr gut. Er beginnt auf alle Fälle hier Ersatzteile zu bauen. Die brauchen wir auch dringend. Wie sieht's da aus? Eigentlich passt das. Wir kommen recht gut hinterher mit der Produktion. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir doch sogar das Ding hier wieder an. Bauen hier vielleicht mal wieder eins ab. Ich denke, drei reichen. Oder vielleicht sogar zwei jetzt mal aktuell für den Anfang. Wir können die Dinger ja dann jederzeit wieder bauen. Das passt schon. So, dann sollten wir doch hinterherkommen. Hier bauen wir jetzt mal noch drei weitere Wheat Pads hin. Unser Problem einfach, dass wir vielleicht eher Reis gebraucht hätten anstatt Wheat. Könnten wir eigentlich mal testen, oder? Machen wir das hier weg und bauen hier mal Reis hin. Oder testweise hier mal eine Reihe. Wir gucken mal, wie es wird. Wir bauen hier testweise einfach mal eine Reihe Reis hin. So. Und den gucken wir mal. Und ihr seht schon, wir gehen hier massig durch die Spares durch.
Da ist jetzt viel nicht mehr gemacht worden. Also ich glaube, wir haben jetzt echt Glück gehabt, dass wir das Ruder nochmal gerade so rumgerissen haben. Aber das wäre mehr Glück als Verstand. Ein Arbeiter und ein Ingenieur, das ist okay. Mann, das ist schon echt der Hammer, wie ich finde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das nochmal rumreißen. Wirklich nicht. Und es werden auch endlich wieder Spares produziert, das ist sehr gut. Das ist der Wahnsinn, wie viel wir davon brauchen jetzt im Moment. Man sieht halt einfach, dass alles brach lag. Also uns wäre wirklich wahrscheinlich dann bald, wenn sich das nicht geändert hätte, der Strom ausgefallen und dann hätte es uns zerlegt. Das hätte uns mit ziemlicher Sicherheit völlig das Genick gebrochen. So. Hier würde ich ganz gerne noch eine Cabin hinbauen. Bringen wir da noch eine hin? Ja. So. Ich finde die Idee gut. Was ich übrigens auch gedacht habe, ne? Wir bauen dann jetzt hier auch noch so hoch. Zack. So, ein sehr großes Schiff, das eventuell irgendwas dabei hätte, was wir brauchen könnten. Nein, hat's nicht. Wir könnten was handeln, aber das ist im Moment Quatsch. Wir sitzen, glaube ich, jetzt erstmal sicherheitshalber ein bisschen auf unsere Ressourcen. Kolonisten! Und ihr habt dabei, ich sehe einen Arbeiter, einen Ingenieur und einen Medic. Sehr gut. Wir erholen uns langsam wieder. Jetzt haben wir schon wieder 16 Leute. Gucken wir mal die Charts. Wir haben jetzt aktuell 4 Arbeiter, 6 Biologen, 4 Ingenieure, 1 Medic, 1 Wache. Okay. Es läuft, es läuft. Wenn auch nicht so gut wie gewünscht. Und zack, fertig. Es tut sich auf alle Fälle alles. Alles läuft. Da kommen wir ganz gut hinterher. Wir haben mittlerweile 32 Erze. Das ist schon ziemlich fett. Wundert aber auch nicht. Hier wird ja ständig gebaut und nichts verbraucht oder kaum was verbraucht. Wobei wir jetzt auch ehrlich gesagt mal sagen könnten, dass wir hier ein paar Dinge abschalten können. Wir haben ja nicht genügend Leute. Also deaktivieren wir hier erstmal. So. Das reicht erstmal. Da können wir eigentlich hier den gleichen Spaß machen. Sparen wir auch noch Energie. Ist gut für die Umwelt oder so. Das nächste Kolonistenschiff. Ein Biologe und Ingenieur, gut. So, wie kommen wir denn hier voran? Zustand ist eigentlich ganz gut. Das passt doch. Wir könnten hier sogar noch erweitern. Also ich glaube, wir machen die hier tatsächlich weg, oder? Und, ne.
Wir müssen mal gucken, was wir hier für verschiedene Mahlzeiten produzieren können. Wir gehen hier wieder raus aus dem Menü. Dann gehen wir mal hier hin. Dann gucken wir uns hier jetzt mal die Mealmaker-Info an. Also, wir können hier verschiedene Mahlzeiten machen. Reis plus irgendwas ergibt Pasta, okay. Wie auch immer man das macht, von mir aus. Meat, Mais. Gibt irgendeinen Burger. Das passt doch. Gut, das machen wir. Das machen wir doch. Dann haben wir hier und hier noch, genau. So. Also hier hin GM Tomatoes. Und GM Tomatoes. Dann nochmal Reis. Zack, zack. Und dann da nochmal Mais. Nicht Mais, sondern... Habe ich jetzt hier gerade Kartoffeln ausgewählt? Moment, was war das? Wheat Pad passt schon. Genau, so ein bunter Mix. Gut. Ich denke, jetzt sollten wir in nächster Zeit zumindest keine Nahrungsmittelprobleme bekommen und das passt erstmal. Das hier ist jetzt fast voll ausgebaut, hier kommen dann noch so Medicinal Plant Dinger hin. Und dann wird das... Oh, neue Kolonisten. Nein, nein, nein. So, roter Alarm und Trading Ship brauchen wir jetzt aktuell nicht. Sofern das nicht irgendwas dabei hätte. Was hätte es denn dabei? Nichts, was wir gebrauchen können, du kannst wieder gehen. Jetzt bewaffnet euch, Zivilisten. Hier sind doch bestimmt Waffen drin. Natürlich sind hier Waffen drin. Ja, hallo? Von wegen, du bist kein Visitor, du bist ein fieser Typ hier. Gib dich zu erkennen und lass dich erschießen. Shit. 3 Kolonisten tot. Läuft jetzt nicht so gut. So, ich glaube aber jetzt haben wir alle erwischt. Das ist doch echt Mist. Da denkst du jedes Mal, hey, es geht vorwärts, juhu, lass uns freuen. Und dann kommt wieder so eine Scheiße hier. Halt, nein. Hier wollte ich gucken, haben wir denn überhaupt einen Arzt? Einen, ja. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der nicht hier auch noch im Bett liegt. Das ist der jetzt aber nicht, oder? Natürlich liegt der einzige Medic hier auch noch im Bett. Ohne Worte. Ja. Und ohne Worte verabschiede ich mich dann jetzt auch aus der jetzigen Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.